Herzkammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. So, ich wollte immer schon mal auf diesen Platz und jetzt haben wir spontan uns das überlegt. Warte, ich habe einen Schlüssel. Oh. Hier, der Schlüssel zum Glück, Schatz. Dort, wo das Festland das Meer trifft und große Schiffe und Dampfer unmittelbar am Stellplatz vorbeiziehen, das ist Camping Fusina. Nicht nur die Nähe zu Venedig. In 20 Minuten ist man nämlich in der Stadt mit einem Taxiboot, sondern auch die Idylle, die Natur und die frische Luft machen aus diesem Campingplatz einen wahrhaft traumhaften Traumtourplatz. Camping Fusina ist übrigens von einem sehr berühmten venezianischen Architekten gebaut, nämlich Carlo Scarpa, beziehungsweise entworfen. Und wir finden, er ist ein perfektes Ziel für einen Zwischenstopp oder einen kleinen Kurztrip. Denn der Platz selber hat auch einiges zu bieten. Neben einem Restaurant, einer Pizzeria, einer Bar, einem kleinen Minimarkt gibt es auch ein Schwimmbad und ein Fitnesszentrum. Für uns war allerdings das Beeindruckendste wirklich die traumhafte Aussicht auf Venedig, auf die Schiffe, sowohl tagsüber, aber vor allen Dingen auch am Abend. Allerdings vergesst bloß nicht das Mückenspray, denn Lagune, Lagune, Lagune.